Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde in Nax Ramas und wir starten jetzt heute im Militärviertel. Der Wing hat jetzt gerade aufgemacht und ich bin schon sehr gespannt auf die neuen Gegner, die uns hier erwarten würden. Ich meine, wir kennen sie schon und auch die Karten hier sind uns ja schon begegnet im Spiel. Aber gerade auf den Baron freue ich mich natürlich sehr, sehr groß oder sehr, sehr arg. So, gut, dann gehen wir mal rein. Und wir bekommen als ersten Gegner gleich den Konstrukteur. Schenkt den Gedankenkontrollsteinen neben Razuvius gar keine Beachtung. Ja, es ist der Instrukteur Razuvius und wir werden uns auf jeden Fall um diese netten Gedankenkontrollsteine kümmern. Die kennen wir ja schon aus dem Blackrock, damals der erste Gegner von Tier 2. War ja genau mit so einem Kontrollstein. Gut, aber jetzt schauen wir erstmal uns hier den Razuvius an, was der Schönes hat. Vom Setting her sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, obwohl, ja, die brauchen wir. Also den großen Zerstörer brauchen wir noch nicht. Und eigentlich brauche ich, ja, ein kleiner Zerstörer ist viel besser. Eine Nova ist noch ein bisschen zu früh, die können wir noch gar nicht brauchen. Und wir benutzen gleich den Stein hier, um uns die beiden Tanks hierher zu holen, damit er uns keinen Schaden reinhauen kann, weil er hat Waffen. Wenn er die auf uns loslässt, dann machen sie doppelt so viel Schaden wie auf Diener. Was bei einer 5er Waffe natürlich gleich ein 10er Schaden ins Gesicht wäre. Ist ein bisschen blöd. So, wir schauen natürlich gleich hier, dass wir Heilung reinhauen, damit er unsere Tanks möglichst lange nicht aufhalten kann. Wir nehmen seinen Tank hier gleich mal weg mit dem Dreierschaden. Das hat einfach einen Priester als diese Fähigkeit. Er kann am Anfang einfach mal gleich einen Achter, einen 3-Achter und einen 2-Achter gleich mal weghauen. Und das ist natürlich eine Hausnummer. So, er hat leider meine Priesterin weggehauen. Die wollte ich jetzt eigentlich noch neben zum Karten ziehen. Und verhöhnt uns damit auch noch. So, wir haben leider gar keinen Damage drauf und spielen deswegen einen Gargoyle, der heilt sich ja eh dagegen. Außerdem haben wir dadurch noch ein bisschen halt eben Variationsmöglichkeit. Hier ist jetzt eine von den 5er Waffen, wo ich gerade eingesprochen habe. Und er kriegt unseren Tank damit nicht ganz runter, aber wir kriegen ihn auch nicht ganz geheilt, sondern müssen halt eben über unsere Heldenfähigkeit auch nochmal ein bisschen nachheilen. Aber ist ja kein Problem. Und ich war so blöd und hab den einen Schaden nicht ausgegeben. Oh, ich bin so blöd. Ja, das ist, wenn man spricht und gleichzeitig probiert gut zum Spielen. Also, man muss sich halt jedenfalls entscheiden. Gut, wir haben einen zweiten Lichtbrunnen zum Glück. Und können damit jetzt natürlich hier gleich die vollen 6 Heilungen raushauen, selbst wenn er seine Waffe eingelegt hat. Und gehen hiermit noch entsprechend ins Gesicht. Ein Schaden ist aber schon mal ein bisschen was. Den instabilen Ghoul brauchen wir noch nicht, weil der würde ja auf alle unsere Haltung einen Schaden machen. Und zusammen mit der Waffe wäre das natürlich nicht gut. So, er haut 3 Schaden, haut damit unseren ersten Tank weg. Und beim zweiten sind wir schon bedrohlich gefallen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir geheilt wurden. Ja, komplett alles da drauf. Sehr schön. Gut, bringt uns allerdings nichts, weil in der nächsten Runde hat er die 5 Schaden von der Waffe, plus halt eben noch hier seinen Freund. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Damage-Dealer mit draufhauen. Und ja, die Lichtbrut ist natürlich sehr, sehr schön bei sowas. So, was er natürlich durch seinen Dreherschaden hier auch schön anschauen kann. Gut, wir haben Glück, er spielt einen vernichtet nebenstehenden Diener. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch über um den 5-6er kümmern und nicht insgesamt über die 9-6, also oder 9-12 in dem Fall. So, deswegen hauen wir einmal die Heilung hier drauf oder unser Schild. Besser gesagt, haben dann 7-7er. Damit können wir den linken wegmachen und alle werden zerstört. Und das Boss ist wieder auf seiner Seite aktiviert. Jetzt teilen wir den natürlich, damit er uns den nicht gleich bekaut. Durch seine Drehschadenfähigkeit, was er sicherlich machen würde. Und der Tank sollte mit seinen 1-7 eigentlich auch ein bisschen was aushalten. Oder auch nicht, wenn er mitkommt.
kommt, dass ein 8 Schaden reinrutscht. So, nächstes. Unser Brunnen heilt uns wieder schön. Und wir bekommen das innere Feuer. Natürlich perfekt, weil damit können wir unseren Brunnen halt eben auch in 5-5er verwandeln. Sollten allerdings unsere Tanks auf jeden Fall unten spielen, damit er uns dieses ganze Spiel halt eben nicht gleich jetzt wieder kaputt macht. Gut, da haben wir noch einen Kartenzieher, den nehmen wir ihm gleich weg, damit er dann nicht irgendwelche Spiele macht. Hauen diesen ersten 7 Schaden auf ihn drauf. Hauen nochmal einen Schaden auf ihn drauf. Und sind jetzt schon bei 29-28. Er haut 3 Schaden auf uns drauf. Klar, die Lichtbrut mag keiner in Naxxramas. Die ist irgendwie immer ziemlich starkes Primärziel. Aber der Tank hat natürlich so gut seine Arbeit getan. Jetzt haben wir hier natürlich überall ein Heilungsziel. War klar. Aber wir können entsprechend hier gleich den nächsten Tank. Wir heilen unsere Lichtbrut hoch. Verdoppeln sie nochmal. Damit ist es jetzt ein 10-10er. Können damit den rechten hier weghauen. Kriegen beide weg. Spielen noch einen Ghoul als Tank, falls er die Waffe wieder spielt, und können komplett alles schön ins Gesicht geben. Jetzt haben wir hier, ja, hatte ich das Lein nicht wegbekommen. Jetzt haben wir hier 1, 3, 4, ja gut, so kriege ich natürlich weg. Er spielt noch einen Schwarzschmied. So, mit 2x Nova könnten wir es wegkriegen. Oder über unseren Gargoyle. Der hat natürlich auch nur einen Schaden, aber würde es halt eben überleben, wenn wir gegen den Schmerzschmied gehen. Aber mit dem 5er weg können wir ihn jetzt erstmal ärgern. So. Oder mit dem. Da unten haben wir auch einen Spot. Ja, die 3 wegmachen ist natürlich sehr hart. Deswegen nehme ich jetzt lieber erstmal einen Lichtbrunnen. Und das andere geht wieder schön ins Gesicht. Mache noch eine Heilung auf den Lichtbrunnen drauf. So. Und ja, der hier auch noch einmal drauf. Und damit können wir die Runde beenden. So, jetzt ist er wieder am Zug. Er haut uns. Danke Gott sei Dank noch. Auf in die Schlacht, Made. Und haut sich hier alles aufs Rostlein, was geht. Hat er damit uns jetzt natürlich sehr, sehr stark runtergehauen. Und ich würde 5. Ja, wird natürlich nicht geheilt. Ich habe jetzt gedacht, dass unser stärkster Brunnen halt eben das hier ein bisschen anfangen kann. Aber unser Gargoyle hält es natürlich aus. Die Schaden gehen eh an die andere Seite. So, dann machen wir hier noch eine Heilung drauf. Spielen die Lichtbrut. Und das Ganze, die 5 Schaden kommen ins Gesicht. Und es steht 30-11. So, da kommen nochmal 3 Schaden. Er hat unseren einen Lichtbrunnen wegbekommen. Und wir haben 6-7 Schaden liegen. Natürlich zusammen mit dem Heiligen Feuer dank des Vivatum. So, machen noch einen Gruß von unserer Lichtbrut. Und noch einmal hier den einer Schaden. Und damit ist ja, der gute Instrukteur Radius erledigt. Ja, das muss halt jetzt. Ich kann nicht. Ich bin total beschäftigt. Na, das sagen die, die am wenigsten zu tun haben. Gut. Das war die ganze Runde. Und jetzt geht's natürlich dann gleich in die nächste Runde. Wir haben noch 2 weitere Gegner auf Normalmodus. Ich merke schon, sie sind ein bisschen schwieriger jetzt geworden. Aber wir bekommen natürlich auch noch unsere 4-4er-Schwatter. Es sind ein bisschen schwieriger geworden, also es ist nicht mehr ganz so ein Durchlaufen, wie es vorher war. Natürlich immer noch recht einfach auf dem Normalbereich, aber ja, es ist eigentlich immer, ja, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Finde ich auch gut so, nachdem auch so viele in den Foren rumgeweint haben. Also, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Gebt ein Like, gebt ein Abo und ich danke euch. Ciao! Hearthstone, Heroes of Warcraft.
Der Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.